In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Christian Horner wegen Aussagen von der FIA verwarnt, Pirelli untersucht FIA-Reifen aus Katar, darum musste Daniel Ricciardo in Katar so viel Benzin sparen, Picker in Orlem bleibt 2022 Titelsponsor bei Alfa Romeo. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Red Bull-Teamchef Christian Horner fand vor dem Start des Katar Grand Prix deutliche Worte an die Formel 1 und die FIA mit den Verantwortlichen. Da Max Verstappen eine Startplatzstrafe von 5 Plätzen wegen Ignorieren von doppelt gelb geschwenkten Flaggen bekam, erklärte Horner, dass erwachsene Entscheidungen erforderlich seien, die von Erwachsenen getroffen werden müssen. Außerdem meinte er, dass Rennleiter Michael Masi die Strecke und die Sportwarte besser im Griff haben müsse. Damit hat der Teamchef gegen 2 Artikel aus dem internationalen Sportkodex des Weltverbandes verstoßen. Daraufhin leiteten die Stewards eine Untersuchung gegen ihn ein und verwarnten ihn anschließend. Mittlerweile hat er sich für seine Worte entschuldigt. Diese Artikel sind hier wie folgt beschrieben. Aber Horner wollte sein Verhalten wieder gut machen, denn er hat vorgeschlagen, Anfang Februar 2022 am internationalen Sportwartprogramm der FIA teilzunehmen, was die Sportkommissare angenommen hatten. Der Katar Grand Prix hatte, was die Reifen angeht, etwas mit dem Großbritannien Grand Prix 2020 gemeinsam, denn bei 4 Fahrern platzte der linke vordere Hartreifen. Norris hatte dabei am meisten Glück, denn sein linkes 24 Runden altes Vorderrad fing vor der Boxengasseneinfahrt an, Probleme zu bereiten. Am Ende wurde er noch 9. Bei den 3 verbleibenden Fahrern Russell, Latifi und Bottas gaben die Hartreifen bei 32 bzw. 33 Runden den Geist auf. Pirelli-Sportchef Mario Isola sagt, dass ihnen zwar klar war, dass der linke Vorderreifen am meisten belastet wurde, aber die Abnutzung soll es wohl nicht zurückführen. Es könnte ein plötzlicher Druckverlust sein, aber die Reifen werden zu einer genauen Untersuchung in die Fabrik nach Mailand geschickt. Bottas und Norris wollten eigentlich nur einmal stoppen, aber Pirelli hat vor dem Rennen keine Einstoppstrategie abgegeben, dennoch haben die hier zu sehenden Fahrer trotzdem nur einmal gestoppt. Bottas erklärte auch noch, dass es für die Fahrer keinerlei Anzeichen gab, dass die Reifen ein Problem haben. Keine Vorwarnung, keine Vibration, konstante Pace und der Grip war auch okay. Isola erklärt, dass bei der Sichtkontrolle der betroffenen Reifenschnitte an der Seitenwand erkennbar gewesen seien. Die Randsteine seien dabei die wahrscheinlichste Ursache. Die wichtige Frage ist, ob die Schnitte in den Reifen vor oder nach dem Druckverlust in den Reifen entstanden sind, denn alle Reifen waren quasi zu 100% abgenutzt. Daniel Ricciardo musste früh beim Katar Grand Prix Sprit sparen, er selber vermutet einen Systemfehler, aber Teamchef Andreas Seidel meint, es sei ein komplexes Thema. Ungefähr 2 Sekunden verlor Ricciardo pro Runde, um Benzin zu sparen. Dazu kommen noch die kalten Bremsen, die kalten Reifen und der Verlust an Grip. Das ging etwa das halbe Rennen so und pro Kurve war er im Leerlauf unterwegs. Dann auf einmal bekamen sie eine neue Anzeige und von dort konnte Ricciardo pushen. Picker in Orlen wird auch 2022 der Titelsponsor von Alfa Romeo bleiben. Das hat das staatlich-polnische Ölraffinerieunternehmen gestern bekannt gegeben. Für die beiden Teams ist es das 3. Jahr in Folge. Das bedeutet auch, dass Robert Kubica weiterhin als Testfahrer an Bord bleibt. Es wird vermutet, dass der Pole außerhalb der Formel 1 als Fahrer unterwegs sein wird. Dieses Jahr hat der 36-Jährige den europäischen Le Mans-Titel mit WRT gewonnen. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Ruven Meschede und er schreibt, Piastri hätte es meiner Meinung nach mehr als so verdient, da er jünger ist, bessere Resultate einfährt und konstanter ist. Es stimmt zwar, dass er führender ist und derzeit bessere Resultate als der Chinese einfährt, aber so ist seit mehreren Jahren in der Formel 2 unterwegs und er hat es verdient aufzusteigen. Die Formel 1-Zeit des Australiers wird aber auch noch kommen. Vielleicht schon 2023, wer weiß. Aber ich habe da keine Zweifel. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, welchen Vertrag der Circuit de Barcelona Catalunya in der Formel 1 bekommen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.